Morgen werden unsere Fußballfrauen für den Sieg in England spielen. Wenn sie gewinnen, erwarten sie einen saftigen Gewinnbonus, aber inwieweit unterscheidet sich das Männer? Im Jahr 2022 waren Männer auch der beste Sex. Dies betrifft die meisten Branchen und ist nicht so klar wie im Fußball. In den unteren Ligen sind Clubspieler teilweise für rund 500 Euro pro Jahr ausgeglichen. Frauen hingegen werden so schnell wie möglich finanziell an die Zweitens-Bundesliga bezahlt. Während männliche Stiefel bereits in dieser Division Sport leben können, verdienen Frauen nur hier und arbeiten sonst in voller Zeit. Aber welche Beträge können professionelle Fußballspieler erwarten und es leben lassen? Speichern Sie den Bonus deutlich niedriger als den von Männern DFB. Der Direktor der DFB, Oliver Bierhoff, rechtfertigt laut Berliner Zeitung: Grundsätzlich ist es natürlich der Fall, dass Einkommen und Verkäufe bei Frauen und Männern völlig unterschiedlich sind. Notizen und damit die unteren Werbeverbindungen. In Bezug auf Bewertungen sind die neuen Aufzeichnungen der Europameisterschaft europäischer Frauen die Aufzeichnungen von neuen Aufzeichnungen. Die Live-Übertragung des 2:0-Sieges von DFB-Frauen im Viertelfinale folgte von 9,5 Millionen Menschen. Mit ihrem Eintritt in das Finale erhielten die Länderspiele jeweils 30.000 Euro. Bei einem Sieg für den möglichen Titel morgen Abend in England können DFB-Frauen auch eine Rekorddarstellung von 60.000 Euro erwarten. Dies ist noch nicht genug im Vergleich zu Herrenfachleuten, die im vergangenen Jahr insgesamt 360.000 Euro als Europameister erhalten hätten. Eine Verbesserung ist jedoch bereits sichtbar. Der Niederländer erhielt während seines Sieges im Jahr 2017 nur 37.500 Euro Prämien. Fußballer Julia Gwin verdient am meisten. Laut dem Ufoto zahlen die kleinen Vereine, wie der SC Sand, ihren Spielern um bis zu 2.000 Euro pro Monat steigt. In klarer Sprache bedeutet daher, dass viele Schauspieler aus der Bundesliga weiterhin einen Beruf fortsetzen müssen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Nun, bekannte Spieler wie Alexandra Popp verdienen insbesondere bis zu 150.000 Euro, einschließlich Boni, pro Jahr in den beiden besten deutschen Clubs. Mit mehr als 300.000 Instagram-Abonnenten ist Julia Gwin wahrscheinlich der beliebteste Fußballer des Landes. Nach dem O-Foto verdient der Internationale inklusive.